Die europäischen Halbfinalpartien stehen an. In der Champions League treffen am Dienstag Liverpool und Rom aufeinander, am Mittwoch Bayern gegen Real Madrid, in der Europa League am Donnerstag Marseille gegen Salzburg und Arsenal gegen Atletico. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ebenso wie eine positive Bewertung oder ein Abo. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der ersten Partie Liverpool gegen Rom am Dienstagabend. Der FC Liverpool konnte sich im Viertelfinale gegen Manchester City relativ souverän durchsetzen. Über die 180 Minuten gesehen war die Elf von Jürgen Klopp deutlich besser. Ein herber Rückschlag natürlich, dass Can in dieser Saison nicht mehr auflaufen konnte. Dafür Oxlade-Chamberlain, der das schon in dieser Saison häufiger gespielt hat, auf seiner Position. AS Rom konnte sich hingegen durch ein Spektakel gegen den FC Barcelona durchsetzen. Manolas letztendlich der Matchwinner in der Schlussphase des Rückspiels. Die Anfangsphase der Partie funktionierte hier ganz gut für die Roma. Karius mit der Doppelparade. Super Chance von Rom. Es hätte schon das wichtige Auswärtstor durchaus in dieser Frühphase der Partie fallen können. Doch richtig stark, was Loris Karius da macht. Ist direkt nach dem Schuss von El Shaarawy wieder auf der Hut. Eine knappe halbe Stunde gespielt. Liverpool wurde stärker und kam dann auch zu Möglichkeiten. Hier ist es Salah, der noch nicht ganz anvisieren konnte, trifft nur das Außennetz. Jürgen Klopp ärgerte sich, konnte noch nicht ganz zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft da aufs Feld brachte, denn die Roma machte das richtig stark und war die bessere Mannschaft. Und vor der Pause dann nochmal die Möglichkeit, Cengiz Ünder testet Karius, aber der ist ja, wie wir auch schon vorhin gesehen haben, super drauf. Wir springen in die 45. Minute. Liverpool meldete sich nochmal. Und Sadio Mané muss hier eigentlich das 1:0 markieren. Super Ball in die Schnittstelle. Dann ist er völlig frei vor Alisson. Kann den aber nicht besiegen. 52. Spielminute jetzt. Rom weiterhin sehr auffällig nach vorne. Und Cengiz Ünder bedient Raja Nainggolan, dem fällt der Ball perfekt auf den Fuß, der hält nur noch den Schlappen hin. Und dann steht es 1:0 für die Gäste. Das essentielle Auswärtstor war jetzt schon nach 52 Minuten geschafft. Van Dijk kriegt den Ball in die Magenkuhle, kann ihn nicht klären. Und dann geht das für Liverpool ein bisschen zu schnell. Diesmal ist Loris Karius ohne Chance. Jetzt etwas mehr als eine Stunde gespielt, Liverpool. Zumindest der Ausgleich sollte doch her, aber sie taten sich extrem schwer. Roberto Firmino hier mit diesem harmlosen Abschluss. Die Fans waren nichtsdestotrotz wie immer im Anfield auf der Seite der Liverpooler. Hier war der Abschluss von Dzeko zu harmlos. Aber kurz vor dem Ende kam dann Liverpool nochmal. Virgil van Dijk auf Wijnaldum und dann ist das Mohamed Salah, der doch noch den Ausgleich markieren kann. 85. Spielminute, sein 9. Champions League-Tor, was für eine Bilanz, markiert hier den viel umjubelten Ausgleich. Das war nicht zwangsläufig verdient, aber das spielt natürlich keine Rolle. Essentiell, lebenswichtig, dieser Treffer für Liverpool und Jürgen Klopp. Also im Endeffekt ein verdientes Resultat. AS Rom tendenziell die bessere Mannschaft, doch Liverpool hat sich durch Moral dieses 1:1 auch verdient. Der FC Bayern München ist ja seit Wochen in bestechender Form. In der Bundesliga macht ihnen sowieso niemand etwas vor und jetzt sind sie auch souverän gegen Sevilla ins Halbfinale eingezogen. Jetzt wartet der nächste spanische Gegner Real Madrid, wohl noch ein höheres Kaliber als Sevilla. Besonders weil Sergio Ramos nach der Sperre wieder dabei ist. Der hat schon erheblich gefehlt beim 1:3 gegen Juventus Turin, wo Ronaldo in der 97. Minute noch die letzten Fehler seiner Mannschaft ausbügeln konnte. Durch einen umstrittenen Strafstoß. Der FC Bayern wollte sich jetzt endlich mal wieder
in ein Finale kämpfen. Aber mit Real Madrid kam natürlich ein spielstarker Gegner, Isco. Nach 9 Spielminuten, aber noch zu harmlos, gegen Sven Ulreich. Direkt in die Arme des überragenden Hintermanns des FCB in dieser Saison. 17. Spielminute, Bayern wieder auf dem Weg nach vorne. Arjen Robben, der machte das stark auf Thomas Müller und da fehlte gar nicht mehr so viel. Da ärgert er sich, will den Ball oben rechts reinzwirbeln. Na, was wäre aber wohl auch zur Stelle gewesen. Eine knappe halbe Stunde jetzt gespielt, Bayern, die spielbestimmende Mannschaft. Es fehlte der Treffer. Ribéry und klasse Parade jetzt vom Hintermann der Madrilenen. Schöner Schuss, aber auch wirklich gut pariert. Kann man nicht sagen. Tick zu unplatziert. Ansonsten hätte das durchaus schon der Treffer sein können. Und nochmal vor der Pause. 38. Minute, Ribéry. Und der senkt sich fast hinten rein ins lange Eck. Dem FC Bayern konnte man nur vorwerfen, nicht gut mit den Chancen umzugehen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Fast eine Stunde jetzt gespielt. Thiago setzt sich dazu einfach durch und Navas hat da Probleme. Das sieht gar nicht so gefährlich aus. Der Ball wäre aber wohl an den Außenpfosten getropft. Navas geht auf Nummer sicher und macht das relativ souverän zum Eckstoß, aus dem nichts resultierte. Dann auch mal wieder Real nach vorne unterwegs. Das ist Ronaldo und Bernat. Ganz wichtig, dass der linke Verteidiger da noch zwischenspritzt. Ansonsten hätte das extrem gefährlich werden können. Es war die Hüfte, nicht der Arm. Dementsprechend auch kein Strafstoß. Das war jetzt die stärkste Phase von Real Madrid in dieser Partie. 67. Spielminute, Bale. Der eingewechselte Rechtsaußen jetzt aus gut 18 Metern fast mit dem Treffer in den Winkel. Das Auswärtstor von der Mannschaft von Zinedine Zidane wollte noch nicht her. Und Bayern kurz vor dem Ende, zumindest das 1:0, das wäre eine stabile Ausgangslage. Lewandowski ist das, der in den Strafraum dribbelt und in letzter Sekunde kriegt Navas noch die Beine gegen den Schuss von Martinez zusammen. Von da der Ball dann mit Glück auf die Latte. Bayern und Real trennen sich also 0:0. Damit im Rückspiel alles offen. Real sicherlich mit dem Resultat etwas glücklicher als der FCB. Zwei Teams, die im Europa League Viertelfinale für extrem unterhaltsame Partien sorgten, standen sich jetzt gegenüber. Olympique Marseille wollte die nächste Mannschaft aus dem Hause Red Bull besiegen und sie starteten hier gut in die Partie. Das ist Payet, der auch gegen Leipzig extrem stark war, legt hier auf für Maxime Lopez. 23. Spielminute, das 1:0 für Olympique Marseille und zu was sie imstande sind vor eigenem Publikum, das hat man ja gegen die Leipziger gesehen. Salzburg noch gar nicht in der Partie drin. Payet wird nicht richtig angegriffen und Maxime Lopez startet dann richtig zwischen die beiden Innenverteidiger und dann schlägt er zu. Das verdiente 1:0, denn nur wenig später die nächste Möglichkeit. Sanson scheitert allerdings am stabilen Rückhalt der Salzburger. Hätte das 2:0 schon sein können aus der Drehung der zentraldefensive Mittelfeldspieler. Jedoch etwas zu unscharf. Kurz vor der Pause dann endlich mal die Gäste aus Salzburg. Der Bur mit der Vorlage und wie aus dem Nichts das 1:1. Hannes Wolf, 45. Spielminute, macht das erste Europa League-Tor in dieser Saison, das die Ausgangslage für Salzburg erheblich steigert. Im Start-Velodrom muss man erstmal bestehen. Man sah die Nervosität durchaus im Spiel der Gäste. Doch konnten sich jetzt vor der Pause noch zum Auswärtstreffer bemühen. Stunde jetzt gespielt, Marseille nach wie vor die bessere Mannschaft und um ein Haar die wiederhergestellte Führung. Der Schuss zieht ganz knapp
am Gehäuse vorbei. Da hat wirklich nicht viel gefehlt und Salzburg beschränkte sich auf Konter. 60. Spielminute. Dabur, sehr auffällig. Und dann der Treffer. Fredrik Gulbrandsen macht die zweite wirklich gute Möglichkeit von Salzburg direkt rein. Und erzielt den 2:1 Führungstreffer. Richtig bitter für Olympique Marseille, die hier die deutlich stärkere Mannschaft darstellten. Doch Gulbrandsen ist dann zu frei. Löst sich gut vom Verteidiger. Und zu halten ist dann nichts mehr. Eine perfekte Ausgangslage wäre das, aber Marseille kam nochmal. Zumindest der Ausgleich wäre hier wichtig. Germain nach 84 Minuten dann. Allerdings mit der letzten Möglichkeit. Sie schaffen es nicht, mehr auszugleichen. Salzburg gewinnt im Endeffekt sehr glücklich mit 2:1. Hat damit eine herausragende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche in Salzburg. FC Arsenal gegen Atletico Madrid. Eine Partie, die schon durchaus auch nach Champions League klingeln könnte. Doch in dieser Saison war es das Halbfinale in der Europa League. Ein sehr langweiliges, muss man sagen, denn die einzig gute Möglichkeit im ersten Durchgang hatten die Gunners. Henrik Mkhitaryan, starker Linksschuss, da fehlte nicht viel. Arsene Wenger ärgerte sich, aber es war ein Spiel, das man wirklich nicht gerne beobachtete. Wir springen in den zweiten Durchgang, der wurde dann ein wenig ansehnlicher. Lacazette mit der Übersicht auf Danny Welbeck und der Abschluss wieder von Henrik Mkhitaryan, der deutlich auffälligste Offensivspieler im gesamten Spiel. Und Arsenal musste das 1:0 schießen. Es wäre hochverdient gewesen und nach Madrid möchte man nicht unbedingt fahren, wenn man zu Hause nur 0:0 gespielt hat, denn was Atletico-Fans leisten können, das ist ja hinlänglich bekannt. Nach 70 Minuten dann meldeten sich auch die defensiv extrem stark und tiefstehenden Gäste. Griezmann aus Spitzenwinkel für Peter Cech ist das aber gar kein Problem. Wir springen in die 87. Spielminute. Atletico Madrid kam nochmal. Gamero mit der Vorlage auf Fernando Torres und Atletico Madrid stellt hier den Spielverlauf komplett auf den Kopf. 3 Minuten vor dem Ende das wichtige Auswärtstor. Atletico Madrid gewinnt durch diesen Treffer, vorbereitet von Gamero, abgeschossen von Torres. Mit 1:0, sehr schmeichelhaft, aber Arsenal muss sich vorwerfen lassen, in dieser Partie viel zu wenig getan zu haben. Das war die Doppelprognose. Ihr seht hier im Überblick die Ergebnisse und meine Tipps dazu, meine Tipps in Weiß. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo oder eine positive Bewertung oder beides einfach freuen. Tippt auch ihr immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr so sagt, wer die Karten auf seiner Seite liegen hat. Ansonsten viel Spaß damit und wir sehen uns dann am Donnerstag mit der Bundesliga. Bis dann!